Also, der Spontanität ist keine Grenze gesetzt. Wir haben noch jemanden hier zu Gast, bitte, Quatscher. Ja. Und sie möchte gerne auch ein Projekt für den Frieden vorstellen. Ja, guten Tag, das ist wirklich jetzt alles sehr spontan. Zunächst meine große Bewunderung an die Projektemacherin an dieser Geschichte mit dem Schirmen. Das finde ich wirklich großartig und ich hoffe, dass das noch lange läuft und wirklich auf viele, viele Ohren stößt. Ich bin selber Musikerin und Tänzerin und ich arbeite mit meinem Partner zusammen und wir haben im Oktober ein großes Projekt vor und zwar mit 6 japanischen Mönchen aus Osaka, kommen aus dem ältesten Tempel von Japan. Unser Anlass, warum wir ein gemeinsames Projekt machen wollen, ist ursprünglich die Katastrophe in Fukushima gewesen. Nun ist das zwar ein Event, der in Japan besonders schmerzhaft ist, aber im Endeffekt, wenn man genau weiterdenkt, ist das etwas, was uns wirklich alle angeht auf der ganzen Welt. Das Problem Atom. Und Japan hat nun schon mehrfach schmerzlich erfahren müssen, was es mit Atomkraft auf sich hat. Wirklich im destruktiven Sinne. Inzwischen bewegen sich Dinge in Japan, wenn auch sehr langsam. Wir wollen mit unserem Projekt zunächst an diese Katastrophe, Tsunami und Atomgau in Japan gedenken. Aber was wir mit den Mönchen noch erreichen wollen, eine geistige Sensibilisierung für alles, was auf diesem Globus stattfindet. Und das ist nicht nur, was mit Atom passiert, sondern eben generell, was mit Frieden im Geiste passiert. Und Mönche sind nun mal Leute, die haben Zugang zu bestimmten Techniken und Werkzeugen und Methoden, mit denen man diesen Frieden im Geist erreichen kann. Und das ist so ein bisschen die weiter gefasste Sache, die wir mit unserem deutsch-japanischen Oratorium erreichen wollen. Wir sind insgesamt 11 Musiker auf der Bühne. Ein Teil davon sind diese japanischen Mönche. Das sehen Sie auf unserem Plakat hier im Vordergrund. Dazu kommen tänzerisch-szenische Darstellungen. Dazu kommt Saxophon, Hang, eine japanische Koto, eine japanische Shakuhachi. Und das Ganze in eine Geschichte verpackt über einen Reisbauern, der diese Wandlung durchläuft, der durch eine Katastrophe in eine tiefe Krise fällt. Und das ist natürlich symbolisch für alle Menschen auf dieser Erde. Und aber mit Hilfe dieser transformatorischen Techniken einen neuen Weg für sich findet, wie man klarkommen kann. Unser Programm findet statt in der ersten Oktoberwoche, speziell in Berlin, am 4. und 5. Oktober. In der Heiligkreuzkirche. Die ist in der Zossener Straße in Kreuzberg. Und nicht, dass es nur wirklich eine wundervolle Konzertkirche ist. Diese Kirche macht auch seit einigen Jahren eine wirklich tolle Reihe mit Weltmusik, die nennt sich Nachtklänge. Und die kann ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Nicht nur unser Projekt findet in dieser Reihe statt. Jedes Programm in dieser Reihe ist wirklich hörend und sehenswert. Zumal die Kirche Fußbodenheizung hat, man kann sich da hinlegen. Man kann sich einen sehr peacevollen Abend da kommen lassen. Bei uns wird man sich nicht hinlegen können. Wir sind darauf angewiesen, dass möglichst viele Leute in die Kirche kommen. Und deswegen werden wir auf die sehr platzaufwendige Liegegeschichte verzichten. Wir haben keinerlei Unterstützung bekommen. Wir machen das alles aus eigener Kraft. Alle Musiker machen das wirklich nur von Herzen. Die Unkosten, die sind so immens, dass wir gar nichts einspielen können, damit für uns noch was hängen bleibt. Wir haben die ganzen Flüge zu begleichen für 8 Leute, die aus Japan kommen, also 2 Musiker noch dazu. Und deswegen sind wir sehr, sehr darauf angewiesen, dass möglichst viele Leute dieses Konzert sehen wollen und dafür auch einen Eintritt bezahlen. Vielen Dank, dass ich das hier sagen durfte.